Hallo, meine Lieben, ich habe wieder eine Überraschung für euch. Wir sind an einem ganz besonderen Ort. Das ist der zweite Podcast auf diesem Kanal. Wie geht Psychotherapie? Ihr werdet gleich überrascht sein, meine Lieben. Denn manchmal ist es im Leben so, man geht einen langweiligen Trampelpfad, man geht den Weg des Gewohnten, man kommt aus der Komfortzone nicht raus. Oft ist es auch eine Geborgenheit im Schlechten, wie ich immer wieder sage. Aber dann, wenn man die Perspektive, den Standpunkt ändert, dann plötzlich eröffnet sich einem eine Weite und ein Ausblick, den man vorher nie erwartet hätte, einfach weil man nicht über den Tellerrand hinaus gesehen hat. Diese Weite gibt es hier. Entschuldigung, dass hier die Gitterstäbe dazwischen sind. Man sieht halt meistens Ausschnitte von dem, was möglich ist, wie im richtigen Leben. Aber diese Weite eröffnet sich uns hier heute auf dem Donauturm in Wien. So, ich zeige euch gleich noch mehr davon, was ich euch eigentlich mit diesem Video sagen will. Das habt ihr, glaube ich, schon zwischen den Zeilen ganz gut herausgelesen, nämlich, dass es wirklich darum geht, sich zu erheben, über den Tellerrand hinauszuschauen, neue Möglichkeiten überhaupt erstmal zu bedenken. Soll heißen, nicht nur das, was du denkst, ist real und ist wirklich, sondern das, wovon du noch gar nicht zu denken wagst, dass es möglich ist, ist real und wirklich. Und du kannst es aber erst dann sehen, wenn du erlaubst, wenn du dir erlaubst, so, es zu denken. Also, wie geht das Ganze jetzt? Wie schaffst du es von hier nach hier, ohne Gitterstäbe, nach hier, nach, gucken wir mal, da gibt es noch einen schöneren Ausblick. Wir suchen uns noch einen schöneren Platz. Manchmal muss man auch Geduld haben und manchmal sind die Trampelpfade, die man geht, einfach das Gewohnte, wo man auch immer wieder mal drauf zurückkommen kann. Es soll ja nicht heißen, dass du alle deine gewohnten Verhaltens- und Denkmuster radikal über Bord schmeißen musst. Nein, das verlange ich nicht von dir. Das musst doch du selber nicht von dir erwarten oder verlangen. Aber es ist wichtig, immer mal wieder für möglich zu halten, dass es was gibt, was man noch nicht bedacht hat, noch nicht erkannt hat, eben weil man es oder du es nicht für möglich gehalten hast. Und immer nur in Abgründe zu schauen, führt dazu, dass sich deine Stimmung verdüstert und verdunkelt. Und genauso wie jeder Mensch Vitamin D benötigt und Licht benötigt, um nicht depressiv zu werden, brauchst du auch die Weite des Ausblicks. Jeder Mensch braucht eine Perspektive, einen Plan. Darum ist es auch so, dass Menschen meistens, wenn sie keine Aufgabe haben, sehr schnell krank werden, depressiv, trübselig und manchmal, wenn sie krank sind, körperlich krank meine ich jetzt, eine körperliche Krankheit, die zuerst geschlummert hat im Körper, tatsächlich aus ihnen herausbricht. Oft ist es so, dass Menschen dann, wenn sie in Rente gehen und keine neuen Ufer sehen, keine neuen Aufgaben und Herausforderungen, dass sie dann sehr schnell resignativ werden und entweder körperlich oder psychisch oder beides erkranken und auch sterben. Das ist tatsächlich so. Man kann an Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Depressivität und auch einer inneren Leere, sprich Nutzlosigkeit, sterben. Ich kann euch jetzt nicht erklären, was genau was ist hier in Wien. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, etwas zu sehen, was da ist und was du vorher aber gar nicht gesehen hast, weil du dich nicht aufgerichtet hast. Eine Depression drückt einen ja auch so nieder, dass man sich gar nicht mehr aufrichten kann, dass diese Schwere der Leere einen so niederdrückt, dass man gar nicht auf die Idee kommt, die Kraft zu haben, sich aufzurichten. Es ist nicht so, dass man nicht auf die Idee kommt, sich aufzurichten. Natürlich kommen auch depressive Menschen auf die Idee, sich aufzurichten, aber sie kommen nicht mehr auf diesen Gedanken, ich habe noch die Kraft, mich aufzurichten. Nein, sie denken in einem fort zirkulär, man sagt ja auch zirkuläre Gedanken, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, das ist nichts mehr für mich, ich bin nicht geeignet für das, die anderen können das, ich nicht und so weiter und so fort, die anderen können das, ich nicht. Und diese Gedanken sind es, die dich niederdrücken, krank machen, depressiv machen, die dich sogar umbringen können. Und
Und dann bist du perspektivelos. Man spricht in der Depression, bei der Depression von Losigkeitssymptomen. Antriebslos, freudlos, schlaflos, appetitlos, anteilnahmelos, alles los. Ja? Es ist alles weg, was vorher da war. Vielleicht war es vorher auch gar nie wirklich da. Hast du diese Fülle des Lebens noch gar nie wirklich erlebt, dir erlaubt. Man sagt ja auch aus dem vollen Schöpfen erfüllt sein. Und diese Erfülltheit kriegst du erst, wenn du von hier die erste Stufe nimmst, nach hier und noch weiter dich wagst, nach hier. Und dann in einen Abgrund blickst, aber deinen Blick dann hebst und nicht nur in den Abgrund der Vergangenheit guckst, sondern eben auch in die Weite, die sich dir dann eröffnet. Mit diesem Bild, mit diesem Ausblick wollte ich dir ein bisschen einen Taste geben für das, was ich meine, wenn ich sage, Denkmuster verlassen, alte Trampelpfade, sich erheben, woanders hinschauen, Ausschnitte sehen, Ausblick geschaffen, anders denken, Gedanken wie Pferde, zügeln, zähmen, in eine Richtung lenken. Wie das geht, erfährst du in einem nächsten Podcast. Ich freue mich auf dich, bis gleich.